Ich möchte euch eine lustige Geschichte mit einigen Rechnereien erzählen. Und danach möchte ich erklären, warum die Geschichte gar nicht so lustig ist. Also, es waren einmal 8 Männer. Diese Männer waren wirklich gut. Sie hatten sich niemals irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Und sie waren zusammen unterwegs auf dem Weg zu einem wunderschönen Land. Man hatte ihnen davon berichtet. Und sie waren schon ganz lange unterwegs. Es war ein Land, hatte man ihnen gesagt, wo Milch und Honig fließen. Ganz herrlich, ganz wundervoll. Schöner, als man es sich vorstellen kann. Sozusagen das Paradies. Der Weg führte durch eine gewaltige Wüste. Jahrelang waren sie unterwegs durch die Wüste. Aber die Hoffnung auf das verheißene Land hatte sie immer wieder motiviert, weiterzugehen und weiterzugehen. Und immer wieder hatten sie sich aufgerafft, Schwierigkeiten überwunden und hatten durchgehalten. Und nun, nach sehr, sehr vielen Strapazen, waren sie ganz nah vor dem Ziel. Doch dann bemerkten sie plötzlich, dass sich zwischen der Wüste, in der sie waren, und dem verheißenen Land, das man schon von Ferne sehen konnte, eine gigantische Schlucht befand. Unten war ein riesiger, donnernder Fluss. Aber man konnte schon von Ferne leise Musik hören, der Duft wehte zart herüber, Farben leuchteten. Es war wunderbar. Die Männer waren hellauf begeistert. Aber soweit das Auge reichte, war eben diese riesige Schlucht mit diesem tosenden Wildwasser. Der Fluss war breit und wirklich reißend und voll scharf gezackter Felsen, voller Strudel und Kaskaden. Die Ufer waren hunderte Meter hoch und ganz steil. Sie wussten, diesen Fluss würde man nicht überwinden können. Es wäre Selbstmord gewesen, zu versuchen, da irgendwie herüberzukommen. Man würde an den spitzen Felsen mit Sicherheit zerschellen. Sie wanderten einige Zeit am Ufer entlang und bemerkten dann plötzlich einen ganz schmalen kleinen Abgang, der diese Felsschlucht hinunterführte, einen Pfad, und sie gingen ihn hinunter. Und tatsächlich unten angekommen, entdeckten sie eine kleine Fähre. Die war zwar klein und unscheinbar, aber offensichtlich ziemlich robust. Und auch ein Fährmann war da. Der Fährmann sagte ihnen, dass er dieses Wildwasser schon sehr oft überquert hätte und er hätte noch nie einen Unfall gehabt. Und er sagte ihnen, das hier wäre die absolut einzigste Stelle, wo man diesen Fluss überhaupt überqueren könnte. Es würde keine weitere Möglichkeit geben. Dann weist der Fährmann darauf hin, dass diese Fähre vom König des Landes, in das diese 8 Reisenden unterwegs waren, persönlich betrieben werden würde. Die Männer waren hellauf begeistert. Aber dann erzählt der Fährmann, dass es da ein Problem gibt. Der König hat einen Erlass herausgegeben, nämlich, dass pro Person, die übergesetzt werden will, 20 Goldstücke zu zahlen sind. Er sagt, ohne diese 20 Goldstücke ist eine Überfahrt definitiv unmöglich, vollkommen ausgeschlossen. Die 8 Männer klimmen nun das felsige Ufer wieder empor, setzen sich hin und beratschlagen. Und wie sich zeigte, kann keiner von ihnen wirklich gut rechnen. Das hatten sie als brave Bürger nicht so gelernt. Und jetzt holen sie aus allen Ecken und Socken und Taschen das Geld, was sie irgendwo noch haben, zusammen und legen es auf einen Haufen. Tja, die starren das Geld an. Wie viel ist das jetzt? Reicht das für sie? Da kommt ganz unerwartet ein zerlumpter Bettelmönch des Weges. Sie fragen ihn, vielleicht kann der ihnen ja helfen. Und sie sagen, kannst du uns sagen, wie viel Geld wir hier zusammen haben? Der Bettelmönch ist gern bereit und erzählt das. Und er sagt, was ihr hier habt, sind genau 24 Goldstücke. 24 Goldstücke für euch 8 Leute. Jetzt fragen sie ihn, ja, reicht das denn, dass wir alle 8 dort in dieses verheißene Land kommen? Wenn
pro Person 20 Goldstücke gebraucht wird und wir 8 Leute sind? Reicht das? Klar, sagte der Mönch. Er war vom Orden der Liberaliner. Ich rechne euch das vor. Und zwar mit Division. Da bin ich ganz stark drin. Mit dem Geld kommt ihr alle locker in euer verheißenes Land. Und dann nahm er sich ein Stöckchen und fing an, in den Sand zu schreiben. Und er schrieb, also, die Frage ist, was gibt 24 geteilt durch 8? Und er rechnete vor und sagte, also, in die 24 geht die 8 zweimal. Denn 2 mal 8 gibt 16. Also, 2 mal. Und jetzt lass mal überlegen, wie viel haben wir noch Rest? Von 24 bis 16 sind es auch genau 8. 8 geht in die 8 einmal. Also eine 1. Na schau, sagt er, 21. Jeder von euch hat 21 Goldstücke. Das reicht dicke, um in euer verheißenes Land zu kommen. Alle jubeln, alle sind begeistert. Prima, der Preis ist nicht zu hoch. Jeder von ihnen hat 21 Goldstücke, mehr als genug, um in das verheißene Land zu kommen. Doch in dem einen oder anderen keimt da noch etwas Zweifel auf. Diese Rechnerei kommt ihnen doch etwas sonderbar vor. Und sie fragen sich, reicht das wirklich? Sie hören, dass in der Nähe ein Einsiedler wohnt, der allerlei geheime Künste kenne. Den kann man ja fragen. Also suchen sie nach diesem Einsiedler und haben ihn auch nach einiger Zeit gefunden. Sie fragen ihn, ob denn 21 Goldstücke mal 8 Männern tatsächlich 24 ergeben würde. Denn 24 ist ja das, was sie haben. Und der Einsiedler sagt, er kann das Ergebnis gerne einmal überprüfen. Und zwar macht er das auf dem genau umgekehrten Weg, nämlich durch Multiplikation. Also, er sagt, wie viel ist 21 mal 8? Nun, sagt der Einsiedler, das ist ganz einfach. Wir machen das folgendermaßen mit der Multiplikation. Wir rechnen zuerst, wie viel ist 2 mal 8? Nun, 2 mal 8 sind, wie man unschwer weiß, 16. Verbleibt noch die 1. Wie viel ist 1 mal 8? Nun, 1 mal 8 ist natürlich 8. So, zählen wir das zusammen. 16 und 8 gibt genau 24. Das Ergebnis stimmt, sagt der Einsiedler. Das, was euch der Mönch vorgerechnet hat, stimmt. 21 mal 8 gibt 24. Wieder Jubel, wieder Begeisterung. Doch nach einiger Zeit ist da noch einer von den Achten, der zweifelt immer noch. Das Ganze kommt ihm doch irgendwie komisch vor. Und just da begegnet ihnen ein vorbeiziehender Ramschhändler. Der hat einen schwarzen Raben auf seinem bunten Wagen. Sie fragen ihn und er sagt, natürlich kann er ihnen helfen, selbstverständlich. Er wäre sehr stark in Addition. Also fragen sie ihn, wie viel ist 21 mal 8? Weil sie wollten das Ergebnis des Einsiedlers gerne noch einmal überprüfen lassen. Der Ramschhändler also nimmt sich einen Stift und schreibt. Bei der Addition machen wir das folgendermaßen, sagt er. Wir schreiben zuerst einmal die 21 untereinander. 8 mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8 mal 21. Seht ihr das? Ja, haben die Männer gesagt. Jetzt passt auf, jetzt geht das folgendermaßen.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Das Ergebnis ist 24. 8 mal 21 gibt 24. Der Bettelmönch hat euch die Wahrheit gesagt, sagt der Ramschändler. Alle sind begeistert und bedanken sich bei dem Ramschändler, der einige sonderbare Zeichen auf seinen Wagen gemalt hat. Und weil er ihnen doch geholfen hat, bietet er ihnen jetzt an, doch noch ein kleines Andenken zu kaufen an die Wüste. Ein kleines, sandiges, steiniges Andenken. Für jeden nur ein Goldstück, denn jeder hat ja ein Goldstück über. Sie brauchen 20 und jeder hat 21. Und die Männer sind so dankbar und begeistert, dass jeder von ihnen ein sandiges, steiniges Andenken an die Wüste kauft. Was war das Ergebnis? Keiner von ihnen kommt in sein verheißenes Land. Es reicht nicht einmal für einen einzigen. So bleiben sie alle in der Wüste hocken und starren hinüber in das Land ihrer Träume und Wünsche, was sie nun niemals mehr erreichen können. Sie haben einfach nicht genug. Der Preis ist zu hoch, obwohl ihnen drei Stellen bestätigt haben, dass es reichen würde. Was bedeutet das für uns? Viele Menschen wollen in den Himmel kommen. Und sie fragen sich, reicht das, was ich so in meinem Leben zustande bringe, reicht das, um okay zu sein vor Gott? Nimmt er mich an? Reicht mein Leben, um vor ihm bestehen zu können? Denn das verheißene Land, das ist die Ewigkeit und der tosende, reißende Fluss, das ist der Tod. Und auf die Frage, ob es denn reicht, dann sagt man dir überall, natürlich, es reicht dicke, selbstverständlich reicht es. Ist doch gar kein Problem. Alle sagen dir das. Alle sagen dir, es würde reichen. Die Kirchen beispielsweise, Hauptsache du bist Mitglied. Wenn du Mitglied bist, ist das Heil garantiert. Oder die Esoterik. Das ist so eine Art Gift, mit dem man schon in der Wüste versucht, den Duft des verheißenen Landes zu schnuppern. Oder der Okkultismus, der Humanismus, der dir sagt, du brauchst gar nichts, du bist wunderbar, du bist perfekt. Die ganze Gesellschaft sagt dir, es reicht dicke, du kommst locker in den Himmel hinein. Und jeder sagt, es kostet natürlich schon etwas, in den Himmel zu kommen. Aber das ist doch bei dir kein Problem. Du bist doch ein braver Bürger. Du bist kein Verbrecher. Du hast keinen umgebracht. Bei dir ist alles in Ordnung. Mach dir keine Gedanken über das, was nach dem Tod kommt. Es reicht allemal. Und so sind wir betrogen wie diese acht Reisenden. Durch die Rechnereien, die zwar so aussehen, als ob sie stimmen, die aber einfach nicht richtig sind. Und ganz ehrlich, tief im Inneren wissen wir, dass irgendetwas nicht stimmen kann, wenn alle um uns herum sagen, dass es reicht, locker in den Himmel zu kommen. Egal, völlig egal, wie dein Leben aussieht. Ganz tief im Inneren ist da ein Zweifel, ob es wirklich reicht. Und dieser Zweifel, der ist von Gott. Was ist denn der Preis? Der Preis ist tatsächlich hoch. Es ist dein Leben. Du musst es hinlegen, indem du Jesus als deinen persönlichen Herrn annimmst, als deinen Retter und deinen Erlöser. Buße nennt die Bibel das. Umkehr, Neuanfang. Das bedeutet, dass du ihn annimmst und akzeptierst, dass er für dich den Preis für die Überfahrt zahlt. Und es bedeutet, in eine persönliche, echte, intakte Beziehung zu ihm zu treten. Denn darum geht es, um eine echte Beziehung mit Gott. Nur er allein kann den Preis für die Fähre zahlen. Und es ist die einzigste Fähre. Wenn du das nicht für dich annimmst, das nicht für dich nutzen möchtest, dann wird es niemals reichen. Völlig egal, was andere oder du selbst dir vorrechnen. Doch wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter annimmst, in eine lebendige Beziehung zu ihm trittst, dann wirst du merken,
dass du für diese Fähre in das ewige Leben hinein freie Überfahrt bekommst. Und du wirst merken, Gott hat viel, viel mehr für dich.